Moin Leute und willkommen zu Dota Underlords mit mir, Sateklon. Und ja, in der nächsten Runde jetzt hier direkt weiter geht's mit den sehr ähnlichen Missionen. Waren das nicht sogar dieselben? Nee, es waren andere, ne? Es waren andere. Ich hätte es eben nachschauen können, ja, aber... nee, Kriege hatten wir schon. Ja, egal. Was will ich denn noch machen? Anti-Mage, ne? Mit leichtfüßig? Das hatten wir schon lange nicht mehr. Oder ich hatte es auf jeden Fall lange nicht mehr. Axt ist jetzt einfach nur... Einfach nur da. So. Ach so, nee, das mit den neutralen Gegenständen. Okay, aber das ist gleich geblieben. Okay, gut. Dann mal auf geht's hier. Ja, neutrale. Das ist doch gut. Wunderbar, ist ein globaler Gegenstand. Und gibt mir mehr Gegenstände. Also, nicht schlecht. Eins habe ich schon mal geschafft. Wird nicht aktualisiert sofort, wa? Hm, schade. Aber na gut. Anti-Mage, Axt. So. Ja, so eine Dämonenjäger, Dämonengedöns-Kombi wäre ja mal interessant, ne? Also nur mit Dämonen. Ich glaube, das war auf dem Kanal noch gar nicht. Also ich habe es selber auch nur sehr selten bisher gemacht. Von daher wäre das doch nochmal eine Idee. Und ich meine, Axt ist ja sowieso immer mal gut zu haben, ne? Tanky und ein bisschen Damage machen. Das kann der ja. So, Lebenspunkte, Magieresistenz, das wäre wunderbar für hier, für Axt auf jeden Fall. So. Da ist er schon auf 2, jawohl. Chaosritter kann man direkt ranholen. Ja, Prophet der Natur, wozu? Also ich versuche mal das zu machen, was ich denke, was ganz cool ist. Ne? Das ist derselbe Bonus wie sonst auch, ne? Alle leichtfüßig, das ist schon krass, wenn man... 9 Leichtfüßige hat. Klar, also dann kriegen alle plus 75, aber der kriegt höchstens der 10. noch 75. Also das ist, das weiß ich nicht, der letzte Bonus von Leichtfüßig ist echt nicht so stark. Also klar, dann hast du halt irgendeinen random Helden, der da irgendwie reinpasst, so. Und der kriegt halt, der kriegt halt, auch seinen Ausweichbonus, aber toll. Ich meine, deine gesamte Armee bzw. dein ganzes Feld weicht ja sowieso schon aus. Also, da kommt es auf den einen mehr oder weniger ja auch nicht an, so wirklich. Ja. Nee, brauche ich alles nichts? Brauche ich alles nicht, so. Ja, noch sitzt absolut gar keine Kombi, das ist mir auch klar. Aber hey. Aber hey. Könnte ja noch kommen. Könnte ja noch kommen. Aha. Mishok. Dürfte es keine Chance haben. Ich habe eine Level 2 Einheit und einen Dämon. Also, wenn du das gewinnst, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Mit 3 Level 1 Einheiten, die wo auch noch nicht mal im Bonus sitzt. Ja, freu dich nicht zu früh, Axt. Es kann sein, dass ich dich nochmal rausschicke. Wahrscheinlich nicht, aber... Hey. Es wäre halt cool, noch einen zweiten Stämmig reinzukriegen, ne? Mit einem Krieger, wunderbar. Weil dann habe ich halt auch wegen Doom noch Unterstützung. Also wegen Verderben. Ne? Weil der ist ja auch Krieger und dann habe ich 3 Krieger und so. Also Moloch. Moloch wäre cool. Wenn ich den kriegen würde, das wäre ganz geil. Ja, Königin der Pein, hallo. I can show you. Ja, ja. Du mich auch. So, und ja, ich gamble mich jetzt ein bisschen zu Tode, ist mir klar. Aber am Anfang geht das ja noch. So, wann wäre dann Moloch, wann würde der überhaupt kommen? Moloch ist, ne? Stufe 2 Einheit. Das heißt, der müsste eigentlich schon kommen. Und der wäre halt super gut. Der wäre richtig gut. Der lebt aber auch echt lang, ne? Also, was sind das? 2 Sekunden oder so waren das ja mal, wo es noch ein globaler Perk war. Aber
das ist echt lang. Ja, aber das gewinnt er. Müsste er gewinnen. Weil meine Leute zu wenig Leben haben. Und noch kann ich meinen Dämonenbonus noch gar nicht so richtig entfalten, weil ich Terrorklinge nicht habe. Müsste ich aber auch jetzt gucken, wann ist der denn? Wann kriege ich den denn? Spät erst, Stufe 3, okay. Ja, Chaosritter. Ja, wie gesagt, so eigentlich müsste ich Moloch schon kriegen. Aber, naja, noch nicht. Noch ist es nicht der Fall. Okay, this is where my reign begins. Mhm. Ja, das, also, ja, muss ich nichts so sagen. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, ne? Saß hier. Ach man. Erstmal alles durchjungen. Jo. War so klar, wenn ich damit anfange, ne, kommt direkt wer hinterher. Anti-Mage. Ja, der sieht auch cooler aus, muss ich sagen. Der sieht echt cool aus. So. Wunderbar. Huckold, irgendwie sowas. Er dürfte, müsste, näher zwei R2 Assassinen, die gefährlich sind. Und Klein Tank sehr gut gegen meine drei Leute. Und dann hat er halt auch noch diesen Elementar-Shit. Ne? Also das ist halt so gut. Diese Minions, ne? Die hauen mal eben so drei Schläge weg vom Chaosritter als Beispiel. Und das ist echt gut. Ich meine, drei Schläge, die der Chaosritter auf diesen Minion da abgibt, sind drei Schläge, die er nicht auf wen anders abgibt. Ne? Also so muss man das sehen. Und dann macht er ja auch noch Damage. So. Also das ist schon echt gut. Ich brauche nicht rerollen im Prinzip. Ich brauche auch nicht aufs Level abgehen. Hat denn wer schon Moloch? So wie es ausschaut? Nein, weil keiner hat stämmig oder sowas. Also voll auf jeden Fall nicht. Und Moloch hat, glaube ich, noch keine, ne? Also ich sehe es jetzt auf Anhieb nicht. Ich versehe mich da meistens ja auch. Handsome Bob. Ja. Da kenne ich nichts. Der hat aber auch wieder drei Assassinen. Zwei, vier. Der Drache müsste auch. Er ist ja auch. Also vier sogar. War schon krass. Aber der wird halt übelst weggeschlitzt, ne? Wenn er die so an der Front stehen lässt. Ja, obwohl, jetzt werde ich übel weggeschlitzt, also ich hätte es nicht sagen sollen. Ja gut. Das sind auch wieder viele Damage, ne? Also direkt zu Anfang. 5 ist jetzt nicht. Ist unschön. Aber ich rutsche damit ins Mittelfeld ungefähr, ne? Nicht letzter Platz oder so. Ja, Schlusslicht des Mittelfelds, aber immerhin. Ja, jetzt will der schon, dass ich was draufstelle, aber ich hab... Moloch, da ist er. Schatten und Holt. Moin. So. Kann ich den eigentlich direkt draufstellen? Will ich eigentlich gar nicht. Jetzt habe ich es umsonst aufgegeben. Aber naja, nicht so ganz, dann komme ich schneller Richtung 6. Komme ich immerhin schneller dahin. So, jetzt sind wir ein bisschen kaputt hier. Was habt ihr denn so Probleme damit? Ja gut, ich habe halt noch nicht den Dämonenjäger zweiten Buff. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, sobald ich den halt hab, dann müsste es abgehen eigentlich. Ja. 5 Schaden. Das ist 5 Schaden sind 5 Schaden. Wenn ich die immer wieder kriege, das ist halt unschön. Ja, hallo. So. So, jetzt ist Anti-Mage fast auf 3. Das ist schon krass, in Runde 10. Also sieht es schon so aus.
Das ist schon heavy. Und die Königin der Pein sieht halt auch schon nice aus auf 2, ne? Muss man ja nur mal so sagen. Chaos Ritter dem, dann also so als Vergleich, gar nichts. Ja, die Golems, die müssten mich eigentlich fertig machen, oder? Denke ich mal. Weil halt bei mir die Bonusse überhaupt noch nicht sitzen. Gar nicht. Also, man sieht's. Also, ich habe ständig und einen Dämonenjäger-Dienst. Und ich habe sonst nur Dämonen auf dem Feld. Also, das ist halt super schlecht. Na, obwohl, das ist knapp. Nein, sie geht auf den Falschen. Das ist schade. Wäre sie auf ihn gegangen, dann hätte sie nicht so viel Damage reingekriegt und hätte es noch geschafft. Naja. Was willst du machen? Da sieht man es. Also, ich kriege halt viel zu wenig rein. Blutgebunden brauche ich alles nicht, ne? Bewegungstempo und Lebensregeneration. Das wäre ja was für hier. Für den Anti-Mage. Königin der Pein bleibt, fliegt irgendwo hin, bleibt stehen. Also deswegen brauchst du das nicht. Ja, schwierig. Ich brauche Terrorblade im Prinzip. Ich brauche ihn, wirklich. Ach ja, damit der Dämonenjäger-Bonus auf 2 geht, das ist so wichtig. Oh Mann. So, jetzt geht's mal ab. Gegen wen habe ich bisher gewonnen? Einmal. Haben wir jetzt Hook Old und Hook irgendwas? Bob oder so? Nee, hab ich mich nur gesehen. Ganz im Bob, heißt der. Ja. Böse ist das. Das ist schon böse. Ja, das verliere ich jetzt, oder? Es ist immer ein bisschen knapp gegen den Typen. Das war letztes Mal auch so knapp. Das ist der Elementarboy-Typ. Ja, genau, und das meine ich. Er schlägt halt jetzt muss er halt die Minions noch kaputt machen. Ja, toll. Hast einen Bonus auf dich selber gegeben. Ganz krass, Axt. Ja, das muss er jetzt aber hoffentlich gewinnen, ne? Ja, er kriegt Lebensregeneration, wie ich das sehe. Das ist gut. Nice. Kriegt zwar, also mein Gegenüber kriegt zwar dadurch nicht so viel Damage, aber immerhin kriegt er Damage, also das ist der Punkt. Er ist jetzt auch knapp über mir mit einem Leben, also ein Leben, ne? Das ist auch nichts. So, ich muss leider sparen. Das ist leider so. So, ab geht's. Atmosphere. Okay, den habe ich immer verloren. Also einmal. Ja, Terrorblade! Oh Mann, das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Das ist pures Mobbing. Warum hat er den? Hat ihn noch irgendwer? Wie heißt der? Astral. Wie sieht Terrorblade aus? Ist das der? Ja. Okay, hat den noch irgendwer? Sieht nicht so aus, ne? Ja, er hat den nochmal auf der Bank. Okay. Ah, das ist Mobbing. Das ist wirklich Mobbing. Weil den brauche ich halt so dringend. Entweder er hat das gecheckt und hat mir den einfach weggekauft. Ne, er braucht es selber auch. Okay, aber er braucht den Dämonenjäger. Ach Mann. Er braucht ihn nicht mal wirklich. Er braucht diesen Bonus. Den zweiten braucht er nicht. Er braucht ihn nicht. Also nicht wirklich. Also klar bringt es halt immer noch was, klar. Aber. Naja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Hallo. So. Ja, er geht auf Hexenmeister, ne? Ja. Aber, mein Freund, meine Leute machen Damage. Weil dass sie so lange danach noch leben, das ist so krass. Also ist okay, ich meine, das ist deren Fraktionsbonus, aber ist dasselbe wie bei den Minions, weißt du, die schlagen noch ein paar Mal drauf und dann ja, schlagen sie nicht woanders drauf, da wo es wichtig ist. Ne? Ja, müsste ich erholen, aber kann ich nicht. Obwohl, doch, könnte ich machen. So. Ach, Fug. Jetzt habe ich das. Ja, das war jetzt doof. Jetzt kann ich es auch richtig ausgeben hier.
Ja, Schatten und Hold. Ja, bräuchte ich. Bräuchte ich, damit auf 2 geht, genauso wie Moloch. Ja, er hätte auch Hexenmeister und Troll. Hexenmeister und Troll, ne? Und ein Ritter, warum auch immer. Aber das ist cool. Was er macht, Kimmich for life. Oder nee, nicht Kimmich. Kimchi. Kimmich. Das denkt sich der FC Bayern dann auch, oder wie? Kimmich for life. Aber ist er schon da? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, da ist er auf 2, wunderbar. Nice, nice, nice. Nur 61 Leben sind nicht viel. Es ist ein 40 Leben Unterschied zu Art Mistral. Naja. So, gegen die Hunde. Ja, mach mal los hier. Na, komm, schlitz sie weg. Art Mystery, hat er schon eine Terror Blade auf 2? Nein, hat er nicht. Oder? Nee, hat er nicht, ne? Gut, wo bin ich da? Habe ich gewonnen scheinbar, so wie es aussieht. Ja. Nice. Ja, das wäre gut hier, ne? Das wäre gut. Ist ein globaler Gegenstand, ist für die Mission ganz gut. So. Chaosritter. So, dann geht mal ab hier. Gib mir einen Gegner, der zu Brei gekloppt werden will. Scheiße. Und danach gegen jemanden, der mich letztes Mal fertig gemacht hat. Ist halt nur die Frage, macht das immer noch? Dabei geht auf so eine coole Magier-Kombi, die ich ja wirklich sehr gerne habe, aber ja, schon lange nicht mehr gemacht habe. So, jetzt macht die mal hier ein bisschen weg hier. Die haben nicht mehr viel Leben. Ja, wunderbar. So muss das. So stelle ich mir das vor. Wo ist der Typ denn? Der muss auch zu Brei gekloppt werden, einfach weil er über mir ist. So muss das. Da ist Doom und Axt. Was soll ich machen? Oh nein. Ich könnte. Könnte ich nicht. Ich bräuchte ihn halt so dringend, ne? Moloch auch. Chaos, bitte, geh weg. Ah, das ist schwierig jetzt. Ich brauche ihn ja. Ich brauche ihn. Dann habe ich auch einen Kriegerbonus drin, aber ja, ich kann ihn halt gegen keinen Dämon effektiv tauschen. Weil er ist weder auf 2 noch. Ja, auf 1 gut. Ja, von dem werde ich gnadenlos weggeschlitzt. Das ist klar. Jetzt kriege ich auch Damage ohne Ende. Das ist auch klar. Ja, das ist jetzt bitter. Damit falle ich auf 46. Das ist so wenig. Aber ich kriege und ich krieg und krieg keinen Terrorblade. Das ist halt auch, das ist ein richtiges Problem. Ja, immerhin. I need no kingdoms. Ja, immerhin. Jetzt habe ich 2 Leute auf 3. Toll. Bringt mir jetzt eigentlich auch nichts. Ja, ich brauche. Ja, da ist er. Geh mal ganz schnell weg, Moloch. Ich brauche dich zwar, aber noch nicht aktuell. Momentan ist dieser Dämonenbonus viel wichtiger. Damit ich Damage mache. Auf 7 kann Moloch dann wieder rauf. Also das ist nicht das Problem. Und trotzdem verliere ich gegen Kimchi. Ist aber nicht. Ja, es ist noch okay.
Es war auch schon bitter, dass ich so viel Damage kriege, aber ja, was will ich machen, ne? Was will ich machen? Terrorblade, dann so, so. Ja, so könnte es ein bisschen funktionieren. Ja, naja. Ich muss halt jetzt sparen, um aufs Level Up zu kommen, damit er wieder schnell reinkommt. Dann habe ich den Stämmig-Bonus wieder drin. Und dann bräuchte ich Verderben. Verderben wäre halt super wichtig. Vor allem ist das jetzt die letzte, ja, die, also was heißt die letzte Runde, aber die Dingensrunde vor der Bot-Runde. Bevor ich wieder Items kriege. Ja, okay, das ist gut. Der kassiert jetzt auch richtig Damage, Hook Old. Wo ist der? Er ist auch unter, er ist über mir aktuell. Da ist der Damage auch wichtig. Anti-Mage sieht halt schon böse aus, muss man ja sagen. Aber auch Axt auf 3 ist ganz cool. Er hat keine Axt mehr, er hat mehr so ein... Weiß ich nicht, was das ist. Schwert, Klinge, irgend sowas. My dagger is ready. Das glaube ich dir sofort. Das glaube ich dir sofort. Zack, zack. Bärenfalle, ja, gut. Alter, wie schnell, wie viel Damage die machen, das ist so krass. Gut, aber gewinne ich trotzdem. Aber es macht, soweit ich das ja gesehen... Was? Er rennt da einfach so durch, ihm ist das komplett egal. Also weil ich das bemerkt habe, sind diese Botrunden nicht mehr entscheidend für die Itemauswahl, weil nichts mehr gestrichen wird. Ich denke, es ist eigentlich nur noch wichtig für die Siegesserien, wenn ich das richtig bemerkt habe. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Ja, wir brauchen das noch hier. Lebensregeneration braucht eigentlich keiner, ne? Ja, dieser Schild war jetzt ein bisschen unklug gewählt, aber eigentlich auch nicht. Also, ist ganz gut. Ja, gehe ich jetzt rauf, ne? Ja, gehe ich jetzt rauf. Dann ist er drin. Mal auch auf 2 jetzt. Das war gut. Das war jetzt, das war ein guter Place. Jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch Verderben. Der steht dann da. Und dann kann ich weiterschauen. Ja. Nee, schade. Ich dachte, es wird jetzt ein bisschen besser. Aber nein, au, ah, ja, ist okay. 13 Damage, ach, fuck. Und dabei sogar der letzte momentan. Ja, Terrorblade kam viel zu spät, viel zu spät. Ja. So, jetzt habe ich Chaosritter auch fast auf 2. 3 meine ich. Der Moloch, da ist er. Den bräuchte ich im Prinzip auch. So einen Hexenmeister könnte ich noch gebrauchen. Und einen Ritter, ne? Hexenmeister und Ritter könnte ich noch draufstellen. Für die volle Einheit, weil wenn Doom drauf ist, habe ich 8 Einheiten. Bräuchte ich noch 2 und dann wäre das ganz gut. Der Hexenmeister noch gut. Oder Ritter. Also Abaddon würde sich da anbieten, denke ich mal. Was haben die Gegner denn so? Haben die einen Abaddon? Ja, ich höre schon den Damage. Ah, ja, ja. Nee, Abaddon ist, ist frei, soweit ich das sehe. Herzlos, da geht keine Sau drauf. Okay, ja, Abaddon wäre noch eine Idee. 7! Oh, shit. Ja, das ist jetzt blöd. Okay. Ja, also entweder überlebe ich jetzt die Runde oder nicht, ne? Ja, schade, Terrorklinge, dass du so spät kommst, aber kann ja keiner vorher wissen. So, dann stehe ich den mal dahin.
Und dann noch gegen jemanden, wo ich schon mal gewonnen habe. Das ist gut. Das ist gut. Ja, schade. Damit bin ich schon raus, jetzt so früh. Das ist belastend. Das ist super belastend. Ah, ich glaube, das war meine schnellste Runde, die ich jemals hatte. Also, ich bin noch nie so schnell. So schnell, ja, ich bin noch nie so schnell fertig gemacht worden. Ich war auch, glaube ich, noch nie Letzter. Das ist auch noch so ein Punkt. Aber gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also hier seht ihr nochmal, wie weit ich gekommen bin mit den Missionen. Das heißt, nächste Runde sollte dann beides erfüllt sein, wenn es eine gute Runde wird. Wenn es eine gute Runde wird. Hoffen wir das mal. Und wir sehen uns dann übermorgen zu einer weiteren Folge Dota Underlords. Ja, zu dem Punkt, ob PUBG noch kommt oder nicht. Ja, aber halt noch nicht geplant und noch nicht fest. Ne? Also PUBG verschwindet nicht ganz, aber das wollte ich nur nochmal gesagt haben, weil ein Bekannter von mir das nachgefragt hatte. Und ja, viel Spaß noch, schönen Tag noch und ciao.